Wenige Tage nach der ersten systematischen Vergasung in Polen erfährt Hitlers Propagandaminister Josef Goebbels davon. Als die ersten Juden in Gaskammern vernichtet werden, da bekommt Goebbels wohl offensichtlich sehr zeitig Kenntnis davon. Denn am 27. März schreibt er eine Wahnsinnspassage rein. Es wird im Bezirk Lublin ein barbarisches Verfahren an den Juden angewandt, das man gar nicht näher beschreiben kann. Aber ist zwar hart, aber gerecht. Denn die Juden haben ja den Krieg gewollt. Also schreibt er da schon rein, wo er ja offensichtlich mitkriegt, dass die Gaskammern unter Odile Globocnik ihre Tätigkeit aufgenommen haben. SS-General Odile Globocnik ist für die sogenannte Aktion Reinhard, die Ermordung der Juden Polens, verantwortlich. Zuständig für Bau und Betrieb der Todeslager ist Christian Wirth. Unter Christian Wirth gab es zwei Regeln. Erstens, kein Jude darf Belzec lebend verlassen. Zweitens, keiner darf in irgendeiner Form Widerstand leisten. Und diese Regeln, die Wirth für Belzec festgelegt hatte, galten auch in Sobibor und Treblinka. Als die Nazis sahen, dass Belzec funktionierte, bauten sie das zweite und dritte Vernichtungslager für Operation Reinhard, Sobibor und Treblinka. Dann begannen die Deportationen aus dem gesamten Generalgouvernement, aus allen Ghettos, aus allen Städten. Der Prozess wurde automatisiert.